Im Glaubensbekenntnis heißt es direkt nach der Aussage, dass Jesus geboren sei, er habe gelitten unter Pontius Pilatus, sei gekreuzigt worden, wäre gestorben und begraben worden. Es wird keine Aussage getroffen darüber, was Jesus zu seinen Lebzeiten gemacht hat. Diese Aussagen sind für den jetzt lebenden und glaubenden Menschen für das Erlösungswerk irrelevant. Der Mensch, der heute glaubt, nimmt zur Kenntnis, dass Jesus wundertätig unterwegs gewesen ist, dass er Kranke geheilt, Blinde sehend, Taube hörend, Lahme gehend gemacht und sogar Tote auferweckt hat. Aber für seinen eigenen Glauben trägt das ja nichts aus. Auch die Lehre Jesu kann sicherlich eine Handlungsmaxime für das eigene Leben darstellen, ist aber letzten Endes nicht das Entscheidende, wofür Jesus auf die Erde gekommen ist. Sein Weg hatte nur ein Ziel, den Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Dazu bedurfte es, und darauf legt das Credo den Schwerpunkt, des Leidens und Sterbens des irdischen Jesus. Die kurze und knappe Aussage, er sei gekreuzigt worden, entfaltet sich erst in ihrer ganzen Tragweite, wenn man weiß, was Sterben am Kreuz bedeutete. Diese Hinrichtungsart gehört zu den grausamsten, die sich Menschen ausgedacht haben. Der Tod tritt erst nach Stunden und Tagen ein, und zwar durch Ersticken, wenn die Beine nicht mehr in der Lage sind, den Oberkörper wieder in eine senkrechte Position zu bringen. Es gibt Berichte darüber, dass Menschen bis zu einer Woche diesen grausamen Tod gestorben sind. Im Fall Jesu war das anders. Im Neuen Testament wird berichtet, er wäre einen verhältnismäßig kurzen Todeskampf erlitten. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte man ihm die Beine gebrochen, um so den Tod herbeizuführen, damit Jesus nicht über den hohen Festakt der Juden, dem Passafest, dort am Kreuz gehangen hätte. Wahrscheinlich war sein Körper durch die Geißelung und Folter schon dermaßen geschwächt, dass es nicht zu einem längeren Sterben gekommen ist. Nach damaliger Rechtslage wurde er mit 39 Peitschenhieben für seine Blasphemie, also Gotteslästerung, durch die jüdische Gerichtsbarkeit verurteilt, dem jetzt die Kreuzigung aufgrund seiner Behauptung, er sei der König der Juden, durch die römische Gerichtsbarkeit folgte. Die Bibel berichtet, dass sein Tod um die 9. Stunde eintrat. Das bedeutet nach unserer Zeitrechnung um 15 Uhr nachmittags. Danach trat eine Sonnenfinsternis ein, die den Hauptmann unter dem Kreuz zu der Aussage veranlasste, dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Die ersten Christen wurden immer schon mit der Behauptung konfrontiert, Jesus sei nicht wirklich gestorben, man habe ihn lebend vom Kreuz abgenommen. Die Bibel berichtet, die Soldaten hätten Jesus mit dem Speer in die Seite gestochen, um festzustellen, dass er wirklich tot war. Aus der Wunde tritt dann Blut und Wasser heraus, weil mit dem Eintritt des Exitus das Blut nicht mehr verklumpt. Daraufhin hat man ihn vom Kreuz abgenommen und ihn in ein Grab gelegt. Josef von Arimathäa, der wahrscheinlich ein Mitglied des Sanhedrins, also der jüdischen Gerichtsbarkeit war, bat Pontius Pilatus um den Leichnam Jesu und ließ ihn dann in dem Felsengrab, das er für sich selber ausgesucht hatte, bestatten. Jenes Grab befand sich in einer kleinen Höhle, deren Eingang mit einem großen Stein verschlossen wurde. Das Wort vom Kreuz ist für das Christentum die zentrale Aussage. Für das Judentum ist es laut Aussage des Apostels Paulus ein Ärgernis und für die restliche damalige Welt eine Torheit. Ein Gott, der einen Sohn hat, für einen Juden undenkbar. Ein Gott, der stirbt, für einen Heiden Unsinn. Doch Paulus hält daran fest. Den Glaubenden ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit.